Hey Puppenfreunde und Puppenfeinde, was geht? Willkommen zurück hier bei Lies of P. Yes, yes, ja. Ich habe ein bisschen an der Kamerageschwindigkeit rumgefummelt, Alter. Und jetzt bin ich quasi auf einem Elden Ring Dark Souls Level. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Außerdem ist mir was eingefallen. Und zwar, also, so wie wir momentan aussehen, so können wir ja eigentlich gar nicht rumlaufen. Ich habe da ein Symbol. Was ist denn das für ein Symbol oben links? Ein roter Kopf. Ist mir warm, oder? Sehen wir hier irgendwas? Was bedeutet das? Oh no. Status. Steht hier irgendwas? Freunde. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist... Ach, wahrscheinlich hier. Ah, erhöht maximale LP-Effekt. Da ist der rote Kopf, Alter. Ich dachte schon, wir glühen einfach. Jo, kostümmäßig müssen wir natürlich... ich hatte das beim letzten Mal noch gar nicht eingelöst gehabt. Hier quasi die Zusatzinhalte aus... Guck mal, der Typ hat vorbestellt und guck mal, der Typ hat zu viel Geld und die Deluxe Edition. Ja, eine Sonnenbrille auf jeden Fall, würde ich sagen, oder? Also das ist doch quasi hier, oh. Ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von, Vorbesteller-Extras. Ich bestelle die Games halt immer nur vor wegen, ja, weil ich eine Macke habe. Jo. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Dass wir hier nochmal rausfinden, wo zur Hölle sind wir gestorben? For your information, I didn't. Okay, ja, wir haben ja nichts. Wir sind ja gerade gestorben. Das, alright, 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 alright. Das war nicht das, was ich machen wollte. Das wird uns vielleicht noch öfter passieren. Aber das Gute ist, dass wir ja hier so einen Stargazer direkt haben. Was? Ah. Ich dachte, ich habe gelesen, jo. Irgendwas anderes. Freunde. Es geht wieder los. Schornsteinfeger Paul ist auch dabei. Ich weiß nicht, warum das mir so unfassbar schwer fällt, da einfach auszubrechen. Aber Schornsteinfeger Paul, der ist eigentlich gar nicht so, ich weiß nicht, was ich... Das ist... Irgendwie habe ich eine Controllerbehinderung oder so, Freunde. Alright. Wo sind wir denn gestorben? War das... Nee. Ah, doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja, ja. Wir sind zu der Frau gegangen, die ihr Baby vermisst. Ja, die ihr Baby vermisst und wir haben gesagt, ja, kein Ding, Babys ist quasi genau unsere Baustelle. Geppettos? Nee, ist nicht Geppetto. Wie heißt die Grille nochmal? Freunde, übrigens, wenn euch das Ganze hier zu laut ist, ich bin mir nicht so sicher, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich das a little bit weiter runter. Hier, diese Puppen, die sind übrigens so Fallen. Ich weiß nicht,
ob wir das für uns benutzen können, oder? Oder ob das nur gegen uns geht? Das dachte ich mir fast. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß momentan gar nicht, wo wir sind. Okay. Okay, es geht also auch gegen die. Das ist gut zu wissen, Freunde. Wir sind ja eh immer noch dabei, uns ein bisschen einzuspielen. Denn ihr dürft ja nicht vergessen, dass das Game noch deutlich schwerer werden wird. Guck mal, jetzt sind wir hier unten, was wir von da oben damals gesehen hatten. Wo ich überlegt hatte, da runter zu springen. Kann ich dagegen hauen und dann abhauen? Ja, kann ich. Wohohoho! Bei Geppettos prall gefüllten Sack, Alter. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Aber ich glaube, wir haben gerade nochmal so einen Mondstein erhalten, ne? Seltenes Ergo. Hier, Kling-Upgrade. 5, Alter. Ich habe auch gehört, dass man relativ viele von diesen normalen Mondsteinen bekommt. Die Spezialmaterialien, doch, war ja richtig. Die sollen wohl schwerer zu finden sein. Und dann gibt es welche, die gibt es nur einmal oder so. I don't know. Aber ich bin gewillt, euch zu glauben, wenn ihr was erzählt. Ja. Bei sowas ist ja noch nie was schiefgegangen, wenn ein YouTuber oder ein Streamer seinen Zuschauern glaubt. Monsignor, Sie haben da einen großen Stab in Ihrer Hand. Nice. Hat sich gelohnt, den so easy platt zu machen, Alter. Der hat ja gar keine Chance gehabt. Der Noob. Ist interessant, mit ihm manche Bäume. Who is it? Is that you, Murphy? Oh, I guess not. Sorry, I thought you were my friend, Murphy. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him.
I wish I was like him. You should leave so you don't catch the disease from me. Ich will übrigens, ich habe mir was überlegt, und zwar, man kann ja hier immer entweder lügen oder die Wahrheit sagen. Und wir haben ja gelernt, Maschinen können nicht lügen. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, egal was passiert, wir werden nur lügen, um so menschlich wie möglich hier rauszugehen. If only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could... Murphy. Oh, fuck off. Alles cool, Freunde. Alles unter Kontrolle. Der Sonnenbrille kann auch nicht schief gehen, was ich meine. Standard-Isolierungskonverter. Ach! Damit können wir die Waffe wieder auf Standard zurückbauen. Glaube ich zumindest. Und wenn jetzt alles gut läuft, kommen wir auf das Dach zurück, wo wir gerade runtergeklettert sind. Yo! Sehr, sehr nice. Alright. Ja, da drüben, das wird ein Shortcut, aber da momentan können wir da noch nichts machen. Hier ging es weiter. Was war da drüben? Da war bloß ein Item, ne? Okay, ich würde sagen, dann haben wir alles erledigt hier. Dann geht es weiter. Versteinerungskrankheit, Quarantänezone, betreten verboten. Yo. Und hier sind wir wieder mit null. Mit null Flächen sind wir hier. Das können wir ja mal nutzen. Haben wir Elektroblitz an unserer Waffe. Ja. Ey, come on, den habe ich aber geblockt. Ich habe geblockt, du Arsch. Ey, noch lachen wir, weißt du? Noch können wir lachen. Aber der ist ja schaffbar, das wissen wir ja. Thank you.
Nein! Arschloch. Ey! Das ist so unfair! Die sind völlig overpowered. Warum ich die hier immer mitnehme, ich könnte natürlich auch einfach an denen vorbeilaufen, aber gibt uns natürlich Ärger, ne? Was anderes gab es hier nicht, ne? Der Vogel mich gerade ausgelacht? Okay, komm. Jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Hey, Bro. Das ist so, die Kombos sind einfach scheiße. Das liegt nicht an mir. Das ist der letzte Urlaubstag, das ist das Problem. Ich muss das einfach mehr ausnutzen, dass wir so eine geile Puppenschnur haben. Wahnsinn, aber wie schnell der uns weggesnackt hat. Der hat halt mehrere Kombos und ich kann nicht so richtig... Also ich sehe nicht so richtig, welche er jetzt macht. Das ist mein Problem. Ich habe viele Probleme, Freunde. Aber das ist eins davon. Okay. Nein, nein. Bro. Siehst du, der hat so eine Doppel-Arschloch-Kombo. Seine Waffe ist auf jeden Fall kaputt.
Bro. Das ist, es kann nicht dein Ernst sein, du Affe. Das ist die erste Aufnahme heute, Freunde. Ich muss erst so wieder reinkommen, weißt du, wie ich meine? Ich habe mich noch gar nicht warm gespielt. Das ist das Problem. Genau, das ist das Problem. Sobald ich mich erstmal warm gespielt habe, weißt du? So in 2-3 Folgen. Dann geht's weiter. Eine Wurfzelle. Vielleicht müssen wir auch mehr so eine Sachen benutzen. Ich habe noch nie so Consumables genutzt in den ganzen Souls-like-Games. Notfallschutz. Hier, Wurfzelle. Thermit. Eine Batterie mit großer Leistung, die geworfen werden kann. Elektroblitzschaden. Kann geworfen, Aufmerksamkeit des Feindes. Durchdringt den Feind, fügt ihm durchbohrenden Schaden zu. Verursacht Feuerschaden. Oder Wurfzellen. Das wäre aber eigentlich, ich sag's mal so, Mann, das ist jetzt nicht so der Hardcore-Gegner. Ich würde ihn schon gerne einfach so besiegen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin jetzt gerade. Aua. Alles gut, den habe ich. Kopf eines Knüppels der Krat-Polizei. Oh, können wir mit einem Tonfahr rumlaufen und Leute verprügeln? Ist halt krass, ne? Weil der Elektrospulenstock. Der hat halt Elektroschaden, ne? Huh. Zerrissene Kritzelei. Es juckt. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. Blut, Blut. Hübscher Kokon, blauer Engel. Freudiger Appetit. Blauer Tod.
Was für ein Festmahl. Tod, Tod und Tod. Ich lebe, es juckt. Was? Du hältst die Klappe und holst hier keinen her. Hast du mich verstanden? Okay. Damit haben wir... Damit haben wir die schnelle Route freigeschalten. Ey, ich habe seine Waffe gebrochen, als er Deckung gehalten hat. Okay, das war so Next Level Villain Shit, Alter. Barrieren? Wait! Reparieren, Alter. Ja, ich hatte Kumpels, die haben auch so Sachen repariert früher, ja. Okay, von den Teilen will ich gern. Warum kann ich dann nur 5 von kaufen? Oder ist es, weil ich nur 5 tragen kann? Okay, Freunde, ey, wir müssen einmal die Chance nutzen, zu Hotel Krat, denn wir müssen auf jeden Fall aufsteigen. Ihr wisst, gerade am Anfang, super wichtig, am besten, Alter, würde ich jedes Level immer mitnehmen, direkt. Hm. Was ist das? Mir wurde gesagt, hier ist irgendwo ein Bild eines Jungen. Und das soll ich mir mal genauer anschauen. Und mir wurde gesagt, ich soll mal nochmal zurückgehen. Da war irgendwo ein Telefon und das soll ich mir mal auch genauer anschauen. Und was wohl cool sein soll, ist, wir sollen uns keine Gedanken machen, dass wir hier Story-Elemente verpassen. Sondern es wird uns immer, wenn wir uns teleportieren, wird uns immer angezeigt, wenn hier einer im Hotel mit uns quatschen möchte. Also Freunde, beim besten Willen, ich finde hier kein Porträt eines Jungen. Vielleicht haben wir das noch nicht irgendwie freigeschalten oder so. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Alright. Gut, dann würde ich jetzt kurz aufsteigen noch. I'll use my power to help you.
Das würde ich gerne nachziehen. Fortschritt. Das ist dieses Magiezeug, ne? Ich glaube, so bin ich erstmal cool damit. Und dann... Ich weiß genau, was ihr meint. Aber ich weiß nicht, wie wir da am besten hinkommen. Doch, ich glaube, von hier. Ja. Was es damit auf sich hat und vieles mehr, das seht ihr auf jeden Fall, versprochenermaßen quasi, in der nächsten Folge von Pinocchio, also von Lies of P. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn ja, dann hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.